Thema die Integrale Partei. Die Integrale Partei steht für einen Kurs, für ein politisches Ziel, das erreicht ist, wenn es keine politischen Parteien mehr gibt. Plantage. Warum du anders bist? Weil du dich für solche Themen interessierst. Das große Ziel der integralen Partei ist die Auflösung aller Parteien. Die Auflösung aller Parteien. Das heißt, der Weg zu diesem hohen Ziel, zur höheren Demokratie, die befreit ist von Parteipolitik, von Mafiapolitik, von international, global verstrickter Mafiapolitik, die weit weg von der Gesetzlichkeit steht. Wir müssen nur die Wahlen, zum Beispiel zuletzt in den USA sehen, auch in, selbst im neutralen Österreich, im noch oder ein bisschen neutralen Österreich, die letzten Wahlen, die letzten drei Wahlen wurden nachweislich manipuliert durch eine Erhöhung des Wahlbudgets um 200 oder 300%. Wie wir wissen, Propaganda, ja, also Werbung, hat einen enormen, einen ausschlaggebenden Einfluss auf das Verhalten des Wahlvolks. Und dahingehend, gegen diese gesetzliche Richtlinie, wurde von den großen Parteien verstoßen, wurde nicht geahndet, können weiter regieren, ungesetzlich weiter regieren. In den USA, spätestens mit dem Film 2000 Moles, ist aufgedeckt, dass auch die US-Wahlen manipuliert sind. Auch andere Wahlen werden manipuliert, indem sie nicht anerkannt werden. Zum Beispiel die nach internationalem Recht und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker nach den Vereinten Nationen. In der Ostukraine, Luhansk, Mariupol und Donetsk nicht anerkannt und darum mit Krieg auseinandergesetzt und weitreichend zerstört. Parteipolitik ist Mafiapolitik und dient fast immer, auch das ist soziologisch und politikwissenschaftlich nachgewiesen, den Leuten, denen sie nahe steht, ne? Den Lobbyisten, den Geldgebern, dem Megakapital und eben nicht dem Demokratischen, das heißt der Mehrheit der Menschen im Volk. Es ist also ein Märchen zu sagen, in Deutschland setzen sich die Interessen der Mehrheit durch. Also haben wir keine Demokratie? Habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das ist doch krass. Also, ich habe in der Schule gelernt, wir leben in einer Demokratie. Ja, klar, ich auch, ja. Do you want to live in a democratic society or do you want to live in the society we have? Which, remember, is not a democratic society and is not intended to be. If you take a course in political theory here, I'm sure they'll teach you that the United States is not a democracy. Demokratie heißt, das hat schon der griechische Staatsmann Perikles gesagt, Demokratie ist eine, nennen wir eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Wenn du glaubst, die Interessen der Mehrheit setzen in Deutschland durch, dann kannst du daran glauben, wir haben eine Demokratie. Aber wenn ich an Leiharbeit, an Mindestlohn, an Niedriglohnsektor denke, an viel zu niedrige Renten, an Zerstörung der Rentenform, der Arbeitslosenversicherung, der Gesundheitsversicherung, dann kann ich nicht sagen, die Interessen der Mehrheit setzen sich durch. Also sind wir ein parlamentarisches System, in dem sich zuerst die Interessen der oberen 10% durchsetzen. Das sieht man bei der Abschaffsteuer, bei der gesamten Steuer. Es ist also ein Märchen zu sagen, in Deutschland setzen sich die Interessen der Mehrheit durch. Also haben wir keine Demokratie? Habe ich doch gerade gesagt. It's what's called in the technical literature a polyarchy. That's the term invented by the leading democratic theorist, Yale professor Robert Dahl. But the idea is old, goes way back to James Madison and the foundation of the Constitution. A polyarchy is a system in which power resides in the hands of those who Madison called the wealth of the nation, the responsible class of men, and the rest of the population is fragmented, distracted, allowed to participate. Every couple of years they're allowed to come and say, yes, thank you, why don't you continue for another 4 years.
the primary goal of government is to protect the minority of the opulent against the majority. Don Bezu, Plantage. Warum du anders bist, wenn du dich für solche Themen interessierst. Das heißt, eine antidemokratische Kultur ist die Parteikultur. Und deshalb die Idee, weg mit den Parteien, ja, die gehören wirklich mit nassen Fetzen aus dem Parlament getrieben, auf legalem Weg. Ja, das ist uns wichtig, das heißt, der Weg der integralen Partei ist ein legaler Weg, ausführlich beschrieben im Biblia Democratica. Also unsere Ziele, unsere Wege und Mittel sind ausführlich beschrieben in Biblia Democratica, erfordern eure Mithilfe, eure Mitsprache, auch euer Engagement in Experimenten, in Spielen, um gewisse neue demokratische Strukturen zu erproben. Bitte mitmachen, bitte unbedingt Biblia Democratica lesen. Es ist in 2 Tagen geschafft und aktiv mitmachen. Ihr braucht keine großartigen Rhetoriker oder Menschen mit politischer Erfahrung sein. Ja, wir lernen beim Tun, learning by doing, und jeder ist wirklich gebraucht, ja, für eine bessere Zukunft und nicht eine noch, nämlich fast schon im Wochentakt schlechtere Zukunft, die nur dem Megakapital in die Kasse spielt und alle anderen darunter leiden lässt. Don Bezu, Plantage. Warum du anders bist, wenn du dich für solche Themen interessierst. In Biblia Democratica ist der Weg ganz genau gezeichnet. Es geht im Grunde darum, dass die integrale Partei eine absolute Mehrheit erreicht und auf dieser Basis Verfassungsänderungen vornehmen kann. Auch diese Verfassungsänderungen sind in Biblia Democratica nachzulesen. Und wenn dann die notwendigen Schritte zur Neustrukturierung der Institutionen und auch des Parlaments unternommen werden konnte, dann gilt es darum, dass die integrale Partei ihr ganz großes Versprechen einlöst. Und dieses ganz große Versprechen ist, sich selbst aufzulösen und die komplette Macht dem Volk. Das war jetzt ein Abo besser, ja? Die ganze Macht dem Volk und aus dem Volk gewählten und gestellten Volkstribunen zu übergeben. Ja. Und dieses Versprechen wird heute schon gefeiert, regelmäßig, einmal im Monat am letzten Sonntag, zur Feier des Tages der Auflösung. Der Tag der Auflösung, das ist der große Moment, an dem alle Revolutionäre und Heretiker ansteuern, so wie, könnte man sagen, die Christen den jüngsten Tag. So sehnen wir den Tag der Auflösung herbei, nämlich dass die integrale Partei sich selbst auflöst, wegrationalisiert, ja, wie ein Manager, der in einer Firma seine Arbeit getan hat und geht und nicht da als Sesselwetzer überbleibt und kassiert und der Firma nur an der Kasse hängt, sondern weitergeht zu einer nächsten Aufgabe. In Biblia Democratica alles genau zu nachzulesen und auch mit eurer Einflussnahme gibt es regelmäßig eine neue Edition. Ja, also wir versuchen dann natürlich auch unsere Wege und Mittel zu verfeinern und sind da keine Fundamentalisten, sondern brauchen eure Beteiligung. Bitte das alles nachlesen. Wie gesagt, es ist nicht viel Text. Es ist abenteuerlich, es besteht aus 2 Teilen, also jedes Kapitel, kurze Kapitel, oft nur 3-4 Seiten,
Der erste Teil ist ja, Theorie. Der zweite Teil sind dann aktionistische Möglichkeiten, die jedem von uns zur Verfügung stehen. Und das große Versprechen möchte ich auch hier noch einmal beschwören. Die Auflösung der integralen Partei nach getaner Arbeit, damit nur noch das Volk sich selbst souverän regieren kann. Und wir sehen uns wieder. In einer Woche geht mein Flug hier von Costa Rica nach Mexico City. Dort wollen wir mehr revolutionären Geist hauchen, unter den Zeichen zum Beispiel Simon Bolivars und anderer Befreiungskämpfer. Wir werden berichten. Wir versuchen auch in Mexico City ein Office zu gründen und haben jetzt dann gewisse Treffen und schauen, welche Unterstützung wir und welche Gemeinsamkeiten wir hier eben herausarbeiten können. Und bis zum nächsten Thema. Pro Life und die Bücher des Lebens.